Hallöchen, recht herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Mein Name ist Gordon Wodan und wir spielen heute mal den Hinterwäldler Hillbilly. Und wir sehen schon, wir werden das Problem haben, dass wir Leute haben, die an unsere Haken wollen. Und können wir natürlich nicht zulassen, das geht gar nicht. Necken wir ins Anwesen und einer hat ein Geheim. Irgendwas Geheimes. Wie Survivor. Es starten alle Überlebende jetzt auf einmal an einen Ort. Kann auch sein. Ja, Hibbili hat 4 Perks dabei. Detektiv Mütze 3 und unerbittlich 3. Tüfter Perk auf 1 leider nur, aber 5% effektivere Ons bzw. Da unten steht sie nochmal und Spione des Schattens. Dass sie genau hier startet, das war jetzt natürlich Riesenpech für dich, Mac. Ha. I salute you. Und wir haben kein Iron Grab drin, deswegen müssten wir immer den Haken nehmen, der gerade da ist. Das dürfte auch noch ein Problem werden in dem Spiel jetzt. Und wir gucken und horchen und müssen horchen. Fuck, da ist noch einer. Ich liebe es, straight zu erschrecken. Egal, Hauptsache einmal geschlagen. Mal gucken, ob es den Keller ist, ne? Na, ich glaube, das wird keine gute Runde für mich. Die sind ziemlich assi drauf gerade. Und das war jetzt echt Glück, dass sie da reingerannt ist. Das ist unglaublich, dieser Scheiß-Perk, der geht mir so auf die Nüsse mit denen. Alles, was dir in die Finger fällt, kannst du den Killer quasi am Kopf schmeißen. Keine gute Runde für uns. Sehe ich jetzt schon kommen. Gucken, wo er ist.
Noch hier? Oh, er ist da hinten. Aha. Der Klassiker, Dwayne. Wo sollst du mich irgendwo hinlocken? Damit sie hier auch noch die ganzen Haken wegmachen können. Ne? Kleiner. Hast du jetzt auch diesen Perk drin? Ach, das ist schön. Selber schuld. Ich habe nicht gekämpft. Ich habe sie einfach nur gesehen. Ah, ich hasse es. Die ganzen scheiß schwulen Bäume. Schnell sie sich hochreihen, gell? Aber krass. Oh, Bäume, Bäume, Bäume. Da ist was gerannt, oder? Ja, da hinten. Und wenn du unbedingt sterben willst, ist es kein Problem, aber warum jetzt? Dahin komme ich, dahin komme ich, dahin komme ich. Gut. Wir steigen nicht mehr ab. Ja, wie geil! Und die war dabei, Mann. Wie geil ist das denn? Woo. Fuck, Mann. Mac, fuck you. Okay. Oh, Maggie. Ich habe dich fast nicht gesehen, Mac. Wie schnell sie geheilt wird. Oh, wir müssen, dürfen nur nicht den Kontakt verlieren hier. Ah, ich liebe Spione des Schattens. Ja! Und sie ist wieder dran. Wir müssen es schaffen, im Keller. Wir müssen es schaffen. Wo ist der scheiß Eingang? Fuck you. Sie sagt jetzt, dass sie es schafft, glaube ich. Wir müssen direkt an den ersten Haken. Nein! Ah!
Ins Gesicht, Mann. Naja, so weit wie möglich wegkrabbeln, ne? Das ist der Klassiker. Und Theresa Orlowski. Und ihr werdet... Zwei werden sterben, ist mir egal. Kommt jemand helfen? Nee. Du wirst sterben. Ins Gesicht! Oh nein, 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 komm! Nein! Ja, das war wichtig. Das war so wichtig, dass sie noch verletzt wird. Nein. Jetzt, jetzt. Ja! Hihihihi. Huhu. Musste ich leider hier liegen lassen, weil ich habe ja ein Detektivmütze drin. Komm, 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 komm. Nein, diese Scheißbäume. Ich muss sie ein bisschen... jetzt habe ich keine Chance hier. Ich habe keinen Iron Graf und sie weiß, dass sie... Wenn sie die Tür aufkriegt, sind die beide draußen. Er hat die Tür aufgekriegt. Oder? Nein. Noch nicht ganz. Sie ist frei. Sie ist frei, sie ist frei, sie ist frei. Wo würde ich hinrennen? Jetzt mal ehrlich. Scheiße, kotzt mich das jetzt an ein bisschen. Okay. Kettensäge haben wir voll. Sie war hier. Ah. Oh nein. Die beste Spielerin ist die Claudette einfach. Wenn sie jetzt da hinten noch aufmacht, dann hat sie eine Chance sogar zu entkommen. Aber hier ist eine Palette. Und? Nein, hat sie nicht gemacht. Ich wäre jetzt dahin gerannt zur Palette, wenn man 1 und 1 zusammenzählt. Bin ich bescheuert? Oh. Wie peinlich. Verstehen tue ich nicht, was du da machst, Claudette, aber dafür darfst du raus. Weil du wolltest ihr helfen.
hast versucht zu helfen und das muss man einfach Respekt zollen. Weil die Tür war offen, hättest du die ganze Zeit gehen können. Hat sie nicht gemacht und deswegen... GG auf jeden Fall. GG. Gutes Spiel. Hat mir gefallen. Weil hier auf der Karte mit... Ihr seht ja hier... Man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr und hier musst du erstmal so einen langen Weg schaffen, dahin zu kommen. Es macht einen riesen Spaß, Hillbilly zu spielen. Probiert es auf jeden Fall aus, wenn es nicht euer Lieblingskiller ist. Verstehe ich das. Hat seine Probleme natürlich. Aber auf jeden Fall GG. Gutes Spiel. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und Noobkiller, denke ich nicht, Tim. Garantiert kein Noobkiller. Auf jeden Fall sehen wir uns bis nächstes Mal wieder. Tschüss.